Einerseits natürlich, weil die Ressourcen dementsprechend nicht da sind. Andererseits, weil es einfach gerade so ist und Spaß macht. Ich bin gerade draufgekommen, ich bin ein Genie ohne Ende. Ich habe mir nämlich was zu trinken mitgenommen und das ist jetzt blöd, weil ich habe jetzt kein Glas da. Nachdem wir gerade aber sowieso warten auf bessere Zeiten und dass sich was tut, beziehungsweise dass wir eben die Truppen dementsprechend kriegen, werde ich jetzt mal ganz kurz mich 2 Meter hinter den Schreibtisch bewegen und mir da ein Glas holen. Das heißt, ich bin im Raum und auch gleich wieder da, aber eben jetzt mal kurz nicht. Bis gleich. So, und da ist er auch, oder? Ja, ich habe das, wie gesagt, wirklich alles hier für die Aufnahmen im Raum. Ja, es ist nur so, dass ich so wahnsinnig hell war vor dieser Stunde jetzt eben. Weil wir nehmen schon wieder eine Stunde auf, man glaubt es kaum. Man könnte meinen, dass man steht vor einem Baum. Ja, und jetzt komme ich eben drauf, okay, langsam wird die Kehle trocken. Und ich habe sowas zu trinken da, aber kein Glas. Tja. Ich sehe das Feuer in Zerstörung. Kampftruppe! Holt sie euch! Sorry, aber die opfer ich einfach mal. Wir werden Die sie stehen gerade ein bisschen blöd im Bild. Sturmangriff! Feurige Zerstörung. Unzureichende Mittel. Gut, die Basis ist gut abgedeckt. Verteidigung steht. Ich glaube, das kann man so Verteidigung nennen, oder? Feurige Zerstörung. Was meint ihr? Geht das als gute Verteidigung durch? Und nein, ich glaube nicht, dass ich mit diesen Truppenmengen übertreibe. Feurige Zerstörung. Es wird Asche regnen. Wir werden warten. Vorsichtig. Habt ihr gesehen, was da noch alles auf uns zukommt? Feurige Zerstörung. Unzureichende Mittel. Ich frage mich nur, ob. Ja, ich könnte natürlich mit Raider Buggies arbeiten. Das wäre natürlich eine Option, ja. Feurige Zerstörung. Ist gerade meine Überlegung, ob ich das vielleicht sogar machen soll. Einsatzbereit. Einfach mal ein paar Raider Buggies mit EMP-Spulen reinsetzen. Es ist alles bereit. Um da dementsprechend ja, für Ordnung zu sorgen. So quasi. So, Ordnung. Hust. Feurige Zerstörung. Wann brechen wir auf? Unzureichende Mittel. Vorwärts. Wir brennen. Flammenpanzer. Und zwar gar nicht so knapp. Langsam haben wir auch die Menge, die ich gerne hätte. Ich denke mal, ich quartiere mal lieber wo oben hier. Flammen sind hungrig. Feurige Zerstörung. Wenn ich überlege, dass ich hier noch 50 Skorpions reinbringen will, ach du grüne Neune. Feurige Zerstörung. Aber eigentlich müsste ich dann wie eine Dampfwalze drüber rollen können.
Bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Es gibt halt leider keine Upgrades, die irgendwie die Rüstung der Truppen erhöht. Feurige Zerstörung. Feurige Zerstörung. Feurige Zerstörung. Unzureichende Mittel. Eigentlich ist das, was ich mache, ja nur schlechter Scherz hier gerade. Ich nutze eigentlich beinhart die Mechaniken der Kampagne aus. Aber mein Gott, hey, wer sich nicht zu helfen weiß, hat Pech gehabt. Dazu muss man allerdings die Missionen kennen. Und um ehrlich zu sein, auch wenn ich die Nordkampagne, ich glaube, eine 10-mal gespielt habe, ich kenne viele Missionen nicht mehr. Die hier zum Beispiel hatte ich davor komplett verdrängt gehabt. Und erst als dann die Karte aufgedeckt wurde und ich gesehen habe, beim ersten Spielen, beim letzten Mal schon, bei der letzten Aufnahme, wie viel da eigentlich dahinter steckt, habe ich geschnallt, okay, das war die, wo man aufbauen musste. Ja, also es ist. Es ist alles bereit. 19 ist nur noch. Das Feuer ist mit und das Leuchten. Es sind 20. Skorpion ist bereit. Die Flammenpanzer muss ich jetzt noch irgendwo abstellen, das ist mein Problem. Vorsichtig. Skorpion ist bereit. Das Feuer ist mit uns. Irgendwie freue ich mich schon auf den Moment, wo ich dann mit allen Dingern gleichzeitig rausrolle. So World of Tanks Rollout Style halt, also generell so Panzer Rollout Style. Ach, schön. Skorpion ist bereit. Unzureichende Mittel. Das wird so richtig episch, aber bis dahin habe ich jetzt ein bisschen Zeit zu reden. Denn die 50 Skorpions bauen sich halt nicht von alleine und das braucht ein bisschen Zeit. Skorpion ist bereit. Eine zweite Waffenfabrik zu bauen ist in dem Fall aber eher hinderlich, weil ich dann natürlich die doppelten Ressourcen fresse. Es geht also nicht doppelt so schnell, weil ich gar nicht so viele Ressourcen zur Verfügung habe. Insofern, ich hasse dieses Wort. Skorpion ist bereit. Seit dieser einen Patch-Check-Aufnahme hasse ich dieses Wort irgendwie. Skorpion ist bereit. Keinen Schimmer, inwieweit das jetzt, keine Ahnung, sich entwickelt, aber ich glaube, ich nenne die Folge hier, ich warte auf den Bus. Es gibt ja Wörter, die mag ich irre, weil sie einfach nur eine Bedeutung haben. Die kann man drehen, wenden, zerbrechen, wieder zusammensetzen, wie man will, sie haben nur eine Bedeutung. Man kann monatelang darüber philosophieren, vielleicht sogar jahrelang, meinetwegen auch Ewigkeiten, sie haben nur eine Bedeutung. Absichtserklärung zum Beispiel ist ein solches Wort. Es ist irgendwie dämlich. Aber solche Wörter sind mir einfach sympathisch, man kann sie nicht missverstehen. Skorpion ist bereit! Wenn ich jetzt sage, als Kontrabeispiel, Meisterschaden, kann das der Schaden sein, der von einem Meister verursacht wurde, beziehungsweise den der Meister erlitten hat, oder aber es kann der Meisterschaden eines zum Beispiel Champions in LoL sein. Skorpion ist bereit. Sieht man dann oft so schön in Statistiken, Meister, Abstand, Schaden, Doppelpunkt und dann Skorpion ist bereit. Name. Ja, es ist toll, es macht Sinn, es ist nutzlos. Es ist eine Statistik.
Und ich habe was gegen Statistiken. Zum Beispiel war... Oh Gott, ich komme gerade von einem ins andere, aber das ist, glaube ich, das Schöne dran. Zum Beispiel war von... Bei uns bei der Wahl heuer eine... Heuer heißt übrigens dieses Jahr, falls sich das irgendjemand in Deutschland fragt, was das heißt. Habe ich neulich erst festgestellt, dass das jemand nicht weiß, zwangsläufig, wenn der aus Deutschland kommt. Wenn man also dieses Jahr unsere Wahlen hier betrachtet, dann gab es eine Wahlbeteiligung von 70%. Circa. Von diesen 70% haben gemessen den 100% 30 nicht gewählt. Also ungültig gewählt. Und weitere 30 nicht gewählt. Das heißt, es war im Endeffekt eine gültige Wahlbeteiligung von 40%. Und dann schaffen es unsere Politiker, sich hinzustellen und sich für die hohe Wahlbeteiligung zu bedanken, die mit 70% so hoch wie sonst wie ist. Dass es im Endeffekt nur 40% sind, ja, na gut. Ich bewundere Politiker dafür, dass sie entweder nicht hell genug sind, das zu kapieren, oder dass sie, ja, dementsprechend einen an der Waffel haben. Ich weiß nicht, wie ich sonst erklären soll. Ach du Scheiße. Skorpion ist bereit. Unzureichende Mittel. Ich sehe das Leuchten. Skorpion, mal herüber, bitte. Oh Gott. Das wird so schlimm, wenn der Rollout aus der Base kommt. Wir sind bereit. Ja, jedenfalls bewundere ich solche Politiker dafür. Ich meine, klar, man kann sich jede Zahl schönreden. Ich kann mir auch die Note 4 in der Schule schönreden. 4 ist positiv. Positiv ist gut und gut ist eine 2. Yay. Wir haben also mit gutem Erfolg die Arbeit abgeschlossen. Es ist, man kann sich alles schönreden. Nur es macht halt nicht immer Sinn. Und das scheinen leider sehr viele zu vergessen. Wenn ich dabei bedenke, wie wunderbar manche Konstrukte funktionieren, weil sie eben auf diese Art aufgestellt sind, dann wird mir übel. Und das große Übel dabei ist, das ist Standard, das ist Gang und Gäbe. Skorpion ist bereit. Das wird regelmäßig betrieben. Man kann sich Statistiken so schön hindrehen, wie man möchte. Das ist abartig. Simples Beispiel. Man kann ganz leicht eine Studie mit einer Umfrage zum Thema Formel 1 Rennen im Fernsehen will doch eh kein Mensch sehen, damit abfertigen. Indem man sagt, man ruft ab Rennbeginn, random in Haushalten an. Und wenn einer abhebt, fragt man den, wie sehr er sich denn gerade für das im Fernsehen gezeigte Rennen interessieren täte, hätte, könnte, würde. Na, was wird der sagen? Wahnsinn, spannend, ich kann mich gerade nicht losreißen, welcher Sender überhaupt? es ist... Ich verstehe sowas nicht, das ist... Und dann, es wird aber gemacht. Skorpion ist bereit. Die Chance, dass ich da jemanden erwische, der sich für das Rennen wirklich brennend interessiert und wirklich mit voller Begeisterung dabei ist, die ist null, der steckt das Telefon Skorpion vorher aus. Beziehungsweise schaltet das Handy ab. Wie lautet der Plan? Aber doch nicht so. Skorpion ist bereit. Wir werden siegen. Unzureichende Mittel.